Heute für euch der wahre Grund, warum Albus Dumbledore sich den Tarnumhang von James Potter ausgeliehen hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über Albus Dumbledore, die Familie Potter und den sagenumwobenen Unsichtbarkeitsumhang. Insbesondere werfen wir einen Blick auf die Ereignisse rund um die Ermordung der Potters und warum Dumbledore einen Gegenstand von so großem Schutz auslieh, während das Leben der Familie Potter in unmittelbarer Gefahr schwebte. Wenn der Umhang so mächtig ist, dass selbst der Tod einen nicht finden kann, wäre er dann nicht vielleicht nützlicher in den Händen von Leuten, die sich vor dem mächtigsten dunklen Zauberer verstecken, der jemals gelebt hat? Weiß ich nicht, kann schon sein, oder? Lasst uns direkt eintauchen. Unsichtbarkeitsumhang ist ein mächtiges magisches Artefakt, das einst Ignotus Peverell gehörte, dem jüngsten Bruder aus der Geschichte der drei Brüder. Diese Geschichte erzählt den Ursprung jedes Heiligtums des Todes. Die Handlung dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für kurze Zeit zu überlisten. Nachdem sie den Tod besiegt haben, erscheint ihnen eine Personifikation des Todes und gratuliert ihnen, indem sie ihnen drei Geschenke überreicht: den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Unsichtbarkeitsumhang. Jeder Bruder wählte eines dieser Geschenke mit Bedacht, und Ignotus, der Jüngste, entschied sich für den Umhang. Alle drei Gegenstände spielen in der Geschichte von Harry Potter eine sehr wichtige Rolle. Während der Elderstab eine bedeutende Rolle in der Handlung einnimmt, ist der Unsichtbarkeitsumhang für Harry definitiv am nützlichsten, was interessant ist, weil er ihm indirekt von seinem Vater vererbt wurde. Nach James Tod wurde der Umhang sicher aufbewahrt, bis Harry alt genug war, ihn zu schätzen. Dumbledore schenkte Harry den Umhang anonym im Stein der Weisen. Aber warum hatte Dumbledore dieses Artefakt der Familie Potter? Zu der Zeit, als Lord Voldemort die Potters jagte, erregte der Unsichtbarkeitsumhang Dumbledores Aufmerksamkeit, als James ihn ihm zeigte. Nach einer flüchtigen Inspektion bat Dumbledore schließlich darum, den Umhang von James auszuleihen, um ihn zu studieren. Doch das war eine etwas merkwürdige Bitte. Dumbledore beherrschte den Zauber der Desillusionierung, der ihn unsichtbar machen konnte und es ihm ermöglichte, sich perfekt in seine Umgebung einzufügen. Warum also hätte er den Unsichtbarkeitsumhang verwenden sollen? Von allen Gelegenheiten, ihn auszuleihen, scheint dies die unpassendste zu sein. Die naheliegendste und sicherste Antwort ist, dass Dumbledore den Tarnumhang studieren wollte, weil er eines der Heiligtümer des Todes ist. Schon in seiner Jugend war Dumbledore fasziniert von der Idee, die drei Heiligtümer zu vereinen. Obwohl er diesen Weg längst aufgegeben hatte, blieb sein Interesse an diesen mächtigen magischen Artefakten bestehen. Als äußerst kenntnisreicher und neugieriger Zauberer war es durchaus möglich, dass er die Fähigkeiten des Umhangs erforschen und seinen Ursprung einfach besser verstehen wollte. Außerdem glaubte Dumbledore möglicherweise nicht, dass der Unsichtbarkeitsumhang die Familie Potter vor Voldemort schützen könne, da sie bereits durch den Fidelius-Zauber geschützt war, der ihren Aufenthaltsort verbarg. Wie wir wissen, war der Fidelius-Zauber jedoch nicht ausreichend, da die Potters durch Voldemorts Verrat entdeckt und angegriffen wurden, was zum Tod von James und Lily führte und Harry als einzigen Überlebenden zurückließ. Dumbledore behielt den Umhang später in seinem Besitz und erklärte Harry seine Herkunft und Bedeutung. Dennoch bleibt eine Frage bestehen. Wie konnte Dumbledore ein so großes Missgeschick begehen, indem er sich den Umhang von James auslieh? Wie konnte ein so kluger und vorausschauender Zauberer solch einen Fehler machen? Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Und hier kommt eine kühne Theorie ins Spiel. Ich glaube, Dumbledore hat den Umhang absichtlich ausgeliehen, um die Familie Potter für Voldemort angreifbar zu machen. Hört mir erstmal zu. Ich denke, dass Dumbledores Handeln in diesem Szenario strategisch und kalkuliert war, nicht aus bloßer Neugierde. Angesichts seiner Kenntnis der Prophezeiung über Harry Potter und Voldemort erkannte Dumbledore die potenzielle Bedrohung des Umhangs für den bevorstehenden Konflikt. Indem er den Umhang auslieh, könnte er versucht haben, die Ereignisse zu manipulieren, um seine Vision vom Sieg über Voldemort zu realisieren. Diese Theorie könnte auf Dumbledores Glauben an ein höheres Gut zurückzuführen sein. Er war sich der Prophezeiung und ihrer Bedeutung bewusst und wusste, dass Voldemort versuchen würde, die Familie Potter zu vernichten, um seinen potenziellen Widersacher auszuschalten. Möglicherweise betrachtete Dumbledore das Ausleihen des Unsichtbarkeitsumhangs als einen kalkulierten Schachzug, um die Prophezeiung zu erfüllen und letztendlich Voldemort am Ende zu besiegen. Er mag zu dem Schluss gekommen sein, dass der Verzicht auf den unmittelbaren Schutz des Umhangs zu einem vorteilhafteren Ergebnis führen würde, dass es Harry ermöglichen würde, seine Rolle in der Prophezeiung zu erfüllen.
Diese Theorie fordert auch die Vorstellung heraus, dass Dumbledore den Unsichtbarkeitsumhang aufgrund des Fidelius-Zaubers für überflüssig hielt. Es wird angedeutet, dass Dumbledore absichtlich die Sicherheit der Familie Potter aufs Spiel gesetzt hat, indem er dem Ergebnis des Kampfes gegen Voldemort eine größere Bedeutung beimisst. Dumbledores Manipulation der Ereignisse während der gesamten Saga zeigt immer wieder, dass er bereit war, Risiken für das allgemeine Wohl einzugehen. Er inszenierte die Ereignisse, die zur Schlacht von Hogwarts führten, und brachte sogar Harry wissentlich in Gefahr, um Voldemort zu besiegen. Das Ausleihen des Unsichtbarkeitsumhangs wäre für Dumbledore nicht untypisch, da es seiner Bereitschaft entspricht, schwierige Entscheidungen zu treffen und Opfer im Dienste eines größeren Ziels zu erbringen. Einige Fans mögen sich schwer damit tun, anzunehmen, dass Dumbledore böse sein könnte. Daher werde ich auch einige Gegenargumente zu dieser Theorie vorbringen. Das wichtigste Gegenargument basiert auf den Informationen aus der Geschichte selbst, nämlich dass Dumbledore den Unsichtbarkeitsumhang aus reiner Neugierde ausgeliehen haben könnte. Ich habe bereits erwähnt, dass Dumbledore nicht so naiv gewesen sein kann, den Umhang ohne Rücksicht auf die Folgen seines Handelns auszuleihen, aber diese Behauptung könnte Lücken aufweisen. In Bezug auf die Heiligtümer des Todes kann Dumbledore als ein kleiner Wichtigtuer angesehen werden. Seit seiner Jugend war er besessen von diesen drei magischen Artefakten und ihren gefährlichen Kräften. Es ist durchaus möglich, dass seine Neugierde und der Wunsch, die Legende um die Heiligtümer des Todes zu erkunden, ihn zu unüberlegtem Handeln verleitet haben können. Dumbledores Besessenheit von den Heiligtümern des Todes lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Sein Wissensdurst, sein Streben nach Macht und seine Faszination für die Geheimnisse von Leben und Tod. Als hochintelligenter Zauberer war er tief in die Welt der Zauberei, Geschichte und alten Artefakten eingetaucht. Die Heiligtümer repräsentieren eine immense, starke und symbolische Macht, die zweifellos Dumbledores intellektuelle Neugier und seinen Wunsch nach Kontrolle geweckt haben dürfte. Obwohl Dumbledore letztendlich seine Macht und sein Wissen für das Wohl der Allgemeinheit einsetzte, lässt seine gefährliche Besessenheit von den Heiligtümern vermuten, dass er von Ehrgeiz getrieben sein könnte und dabei seine edlen Absichten aus den Augen verlor. Es ist möglich, dass seine Faszination für diese Artefakte sein Urteilsvermögen getrübt haben, was ihn dazu veranlasst haben könnte, die potenzielle Gefahr für die Potters, die vom Unsichtbarkeitsumhang ausgehen könnte, zu übersehen. Ein Beispiel für Dumbledores getrübtes Urteilsvermögen ist seine Interaktion mit dem Ring von Marvolo Gaunt. Er steckte den Horcrux-Ring an, weil er glaubte, dass er den Stein der Auferstehung enthielt, eines der drei Heiligtümer des Todes, schon wieder. Diese Entscheidung wurde von seiner Neugierde, seinem Wissensdurst und dem Wunsch, seine verstorbenen Angehörigen wiederzusehen, motiviert, führte jedoch zu schwerwiegenden Konsequenzen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Hat Dumbledore den Umhang absichtlich ausgeliehen, um die Potters stärker zu gefährden? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.